Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast. Oh Mann, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Aber, ich auch. Ja, ist das so? Ja. Ja, wir begrüßen euch alle, die Liebhaber der wunderschönen und total tollen Rasse, nämlich der Hunderasse Rhodesian Ridgeback. Herzlich willkommen zu unserer Folge 0. Der Podcast heißt Alles über einen Kamm, ist ein kleines Wortspiel. Ich hoffe, dass ihr alle dieses kleine Wortspiel genauso feiert, wie wir es tun. Denn wir möchten mit euch, und das wir werden wir gleich erklären, entlang eines Lebens von einem Rhodesian Ridgeback mit allem Höhen und Tiefen, die dazugehören, mit euch einfach in Verbindung treten und mit euch darüber reden. Mir als langjährigen Podcast-Hörer und der sich auch wissenschaftlich und beruflich damit auseinandersetzt, ist aufgefallen, da gibt es doch eine Lücke und diese Lücke wollen wir schließen. Aber erstmal, wer sind wir? Ladies first. Ich begrüße meinen Co-Host, das ist nämlich die liebe Christine. Und die liebe Christine, da freue ich mich sehr, weil wir bestimmt auch gleich noch darauf kommen werden, woher wir uns kennen, warum wir uns kennen. Aber hi Christine. Hi. Es freut mich, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier mit mir zusammen dieses Format ins Leben zu rufen. Und vielleicht als erstes, an wen richtet sich denn dieser Podcast? Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit Podcasts noch gar nicht so richtig aus. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich mit einem Podcast hier zu tun habe. Und ich sitze hier, Daniel, weil du mich eingeladen hast. Und wirklich, weil du es bist, der gesagt hat, komm, lass uns mal was machen über Rhodesian Ridgebacks. Weil der Podcast, so wie ich das verstanden habe, soll sich an alle richten, die entweder einen Ridgeback haben und da gerne einfach was drüber hören möchten oder aber auch an die, die Interesse haben an Rhodesian Ridgebacks und mehr erfahren möchten. Ja, genau. Also das glaube ich auch. Für erfahrene Halter ist vielleicht was dabei, wo ihr mit dem Kopf schüttelt und sagt, nee, das sehe ich aber komplett anders oder ich habe das anders kennengelernt oder anders erlebt. Für die, die vielleicht gerade einen Ridgeback haben, der bei ihnen zu Hause eingezogen ist oder aber auch für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Rhodesian Ridgeback zuzulegen. Das ist richtig. Und warum machen wir das? Ja, ich würde sagen, weil wir uns einfach in diese Rasse sehr verliebt haben. Aber ich glaube, Christine, da die Liebe, wenn man sie da messen kann, eigentlich soll man das ja nicht, aber die ist bei dir ja schier unendlich groß, denn du lebst zurzeit mit vier Ridgebacks zusammen, ne? Ja. Das ist korrekt. Ja. Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, waren es noch zwei, ne? Da waren es zwei. Genau. Aber ja, vielleicht mal kurz dazu, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also mein Name ist Daniel, ich lebe im wunderschönen Münster in Nordrhein-Westfalen und habe vor 7 Jahren, genau gesagt am 1.11.2014 ist mein Rhodesian Ridgeback bei mir eingezogen und sein Name ist Richard Parker. Eigentlich ist sein Name aber Ayo Blue Izangoma. Nee, Izangoma Ayo Blue. Ach man, irgendwas mache ich immer verkehrt. Ey. Es ist halt einfach fürchterlich. Entschuldigen Sie bitte. Man muss auf die Etikette achten, aber auch das ist nochmal ein Thema für sich selbst. Auf jeden Fall. Wenn es um Züchtung und Kennel geht. Es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall geboren am 26.08.2014 und gesucht und gefunden, würde ich sagen. Und im Vorfeld habe ich mich mehrere Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Möchte ich einen eigenen Hund? Schaffe ich das? Werde ich dem gerecht? Ich selber bin mit Tieren aufgewachsen oder mit Hunden aufgewachsen, hatte aber immer einen heiden Respekt davor. Und als ich studiert habe, hat mich sowieso gedacht, aber kein Geld, keine Zeit wahrscheinlich, geht das alles? Und dann habe ich eines Tages den Hund meiner Tante kennengelernt, die gesagt hat, ich habe einen Rhodesian Ridgeback. Und das Besondere auch an diesem Ridgeback ist der Kamm, den er auf dem Rücken trägt. Und ich habe diesen Hund kennengelernt und habe mich auch irgendwie sofort in diese Rasse verliebt, aber wusste gar nicht, okay, was ist das eigentlich, wo kommen die her, was macht die so besonders, was zeichnet die aus, und habe mir dann ein Buch gekauft. Habe dieses Buch gelesen und durch einen guten Freund, der ebenfalls zwei Ridgebacks hat, der sagte mir dann,
ich kenne da jemanden, ich habe da eine Freundin. Grüße gehen raus an... An Jörg. An Jörg Herbort, der uns beide dann miteinander bekannt gemacht hat. Der gesagt hat, hey, ich habe da eine Freundin und die möchte jetzt züchten mit ihrer Hündin. Und das klang für mich irgendwie ganz spannend und auch vor allen Dingen sehr romantisch, denn ich habe mir natürlich im Rahmen der Recherche und des Studiums dieser Rasse dann einige Züchter angeschaut. Viele haben mit 5, 6, 7 Ridgebacks zusammengelegt, gelebt unter guten Haltebedingungen, würde ich jetzt sagen, aber mir war das irgendwie schon fast so industriell, weil die 3, 4 Würfe im Jahr hatten und ich immer dachte so, oh, ich weiß nicht, möchtest du das unterstützen oder lieber doch nicht? Ja, und dann, wie die Jungfrau zum Kind, habe ich dich kennengelernt, Christine. Und bei dir war das dann irgendwie ganz besonders, sehr privat, sehr innig und auch so total liebevoll irgendwie, wie du mit deinen Tieren umgegangen bist. Und so haben wir uns von meiner Seite kennengelernt. Danke. Ja, zu der Zeit war Brix da noch, ne? Ja. Brix und Gaia, genau. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass wir zusammen Spaziergang im Wald gemacht haben. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Und ich habe das auch gemerkt, wie gut dir das gefallen hat, dass ich da gar nicht rumgeschrien habe mit denen oder so. Ne? Das weiß ich noch. Da warst du beeindruckt, dass ich irgendwie nur kurz gesagt, was gesagt habe im vernünftigen Ton. Und dann sind die wiedergekommen. Da habe ich dich mit beeindruckt, glaube ich. Und du machst es heute genauso. Ja, auf jeden Fall. Also diese Erhabene, wie du da so als, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber als kleine, zierliche Frau dann da irgendwie so 2 große Hunde links und rechts an der Leine irgendwie geführt hast bis zum Wald. So, das fand ich schon sehr beeindruckend. Irgendwann hast du mir ja dann auch mal die Leine gegeben, hast gesagt, hier, kannst ja mal führen. Ich weiß gar nicht, ob es Gaia oder Brix war. Ich glaube, es war Brix, weil Gaia geht nicht. Ja. Wenn ich dabei bin, geht Gaia nicht mit anderen. Okay. Ja, aber genau, so, das hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt. Und auch die Tatsache, dass du damals gesagt hast, ja, ich suche halt auch einen Rüden, der sich mit meiner Hündin, mit der Gaia gut versteht. So, weil das ist ja auch nicht unbedingt so normal, denke ich, oder? Dass so bei so einem Deckrüden, das manchmal wird wie in so einem Katalog, so stelle ich mir das vor, bei Züchtern geguckt. Ja, der ist hübsch, das kann ich mir vorstellen. Und dann werden die halt so gesehen verpaart. Aber es wird nicht geschaut, besteht da Harmonie zwischen den Hunden wirklich? Ja, also ich glaube, da gibt es viele verschiedene Methoden eben, wie es auch viele verschiedene Züchter gibt. Und ich glaube aber schon, dass auch einige darauf achten, dass die sich vorher kennenlernen und dass die sich verstehen. Also mir war es auf jeden Fall wichtig, zu gucken, ob sie den Rüden auch mag, ob die Chemie halt auch passt, ne? Ja. Und dann, ja, da bin ich dann, bevor der Deckakt überhaupt zustande gekommen ist, bin ich dann da zu Besuch gefahren, ja. Aus der Schweiz kam er, ne? Ja, genau. Akai. Ja. Das ist der Papa gewesen, ja. Den durfte ich ja auch noch kennenlernen. Auch ein beeindruckendes Tier, muss ich sagen. Ja. Also, das war ein beeindruckender, echt großer Rüde. Aber woher, also als ich dich kennengelernt habe, wie gesagt, war Gaia da, zu der Zeitpunkt war Gaia wie alt? 3 Jahre? Ja, die ist 2011 geboren, 3 Jahre, ja. Ja, dann muss sie 3 Jahre gewesen sein. Also als sie die Welpen hatte, war die 3,5 ungefähr, glaube ich, ja. Ja, genau. Und du hattest halt Brix und Brix war dann so der Senior schon zur damaligen Zeit. Da war der so, weiß nicht, wie alt war Brix? Der ist 2003 geboren. Ja, guck mal an. Da war der 8 dann, ne? 8 Jahre. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Gut. 2014 und 2013. Nee, warte mal, als Gaia eingezogen ist, war der 8 und 2014 war der schon 11. Ja, genau, ich sage, da war der schon. Und der war ja auch eine Erscheinung, ne? Ja. Da kann ich mich erinnern, wie die Welpen immer hinter dem hergerannt sind dann. Ja. Aber immer mit Abstand. Immer mit Abstand, immer, wenn er sich umgedreht hat, um zu gucken, alle Welpen sofort stehen geblieben. Oh, stehen bleib. Ja, der guckt sich um. Vorsicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Welpen da wie blöd durch die Gegend gesprungen sind und er einmal, glaube ich, gebellt hat und dann standen alle stramm. Ja. So, und keiner hat sich mehr bewegt. Ja, das war auch sehr, sehr, sehr süß auf jeden Fall. Aber erzähl doch mal, woher denn deine Liebe, also wie kam das bei dir, dass du auf diese Rasse gekommen bist? Brix. Und vor allen Dingen auch wann und wie und wie ist das entstanden bei dir? Also ich habe Brix ja kennengelernt, da war er schon ein junger, stattlicher Rüde. Ich habe den durch meinen damaligen Freund kennengelernt. Das war schon echt alles ganz schön krass und magic, weil ich kann mich an die erste Begegnung erinnern. Ich hatte die Ridgebacks gar nicht so auf dem Schirm, obwohl ich auch eine Weile eben in Südafrika, beziehungsweise Namibia, Südafrika
auch Simbabwe und Botswana war. Aber auf den Ridgeback gekommen bin ich erst in Deutschland, eben durch BRICS. Ich habe das erste Treffen, ich weiß, da ist mein damaliger Freund, ich war ne, habe die Wohnung das erste Mal von ihm da gesehen, er ist duschen gegangen, ich war mit BRICS alleine da im Wohnzimmer und habe Fotos von ihm auf dem Handy gemacht und habe erst wirklich eine ganze Weile später gesehen, dass, als ich seine Körpersprache dann kannte und wusste, was, welche Mimiken, welche Gestiken, welche Posen irgendwie für was stehen, da habe ich dann erkannt, dass der sofort in mich verknallt war. Der hat sich so in Pose geschmissen für mich. Und der wusste vom ersten Tag an, sie ist es. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Aber von dem Tag an war das eigentlich mein Hund und nicht mehr seiner. Das hört sich jetzt, ja, hört sich krass an, ne? Hast du mal den Hund ausgespannt, würde ich sagen. Ja, das habe ich. Das habe ich tatsächlich. Das heißt, wie lange lebte BRICS dann, also bei deinem damaligen Freund, bis du ihn dann kennengelernt hast? Wie alt war er da? 5. 5 schon? 5. Ach so, okay. Und er hat sich dann umentschieden. Also ja. Man sagt das ja auch von Ridgebacks, dass die sich eine Person aussuchen. Okay. Und dass die dieser Person treu sind. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Weiß nicht, ob es nur eine Sage ist oder nicht, aber es sind ja schon sehr treue Hunde, ne? Ja, und er hat ja, sich, ja. Er hat sich umentschieden. Hätte mich stutzig machen sollen. Gab es denn damals eigentlich so, ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr privat, aber gab es dann irgendwie Stress oder war das so offensichtlich, dass dein damaliger Partner dann auch gesagt hat, ja, okay, gut, wenn die Beziehung jetzt scheitert so, dann ist aber ja klar, was mit dem Hund passieren wird. Es war ein Hin und Her eigentlich. Ja. Wir hatten halt in der Zwischenzeit noch eine junge Hündin auch. Die erste Ridgeback-Hündin von BRICS, die erste Frau irgendwie, die ist mittlerweile gestorben. Die habe ich halt auch noch, mit der habe ich auch noch zusammengelebt. Die ist ganz furchtbar an Cauda equina gestorben. Das war schon hart mit anzuschauen. Die kam von einem Züchter eben, der, wie du gerade schon gesagt hast, eher auf Quantität gegangen ist und viele Würfe und Gesundheit nicht ganz so wichtig und das war echt grausam. Also das tat echt weh zu sehen, wie die gelitten hat, bevor die gestorben ist, wie die keine Kontrolle mehr über die Hinterläufe hatte. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Detail da gehen soll. Ja, ich hätte sonst auch gefragt, was ist diese Krankheit genau? Aber ich finde jetzt. Das so, ist ein anderes Thema. Ja, genau, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal dazu. Und das finde ich auch super wichtig. Bei all der Liebe, die wir irgendwie für die Tiere haben. Und was sie einem halt auch für Freude geben, aber da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, gibt es natürlich da auch, kann es, muss es nicht, natürlich auch irgendwie Schattenseiten geben. Aber ja, das ist ja interessant. Und dann bist du mit BRICS. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Nee, ich sollte ihn dann eigentlich erst nicht bekommen. Ja, okay. Und dann hat der BRICS aber, als er von mir getrennt war, komplett Fressen verweigert und das auch über einen längeren Zeitraum. Und dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, anderthalb Wochen, zwei Wochen, habe ich einen Anruf dann bekommen, dass ich ihn abholen kann. Und dann bin ich sofort ins Auto gesprungen. Und ich habe mich so gefreut und dann habe ich ihn zu mir geholt und dann waren wir glücklich. Und dann kam Gaia. Dann habe ich erstmal eine Weile gebraucht, weil ich dann alleine war und nicht genau wusste, wie komme ich mit zwei Hunden zurecht und wie läuft das alles mit Arbeit und zwei Hunden, warte mal, das sind wir jetzt übersprungen. Wann kam der zweite Hund? Das wäre Gaia, weil die Hündin ist ja, also die junge Hündin, Ridgeback-Hündin ist ja bei ihm dann geblieben. Ja. Und die Sache war, dass BRICS eben gewohnt war, immer jemanden noch an seiner Seite zu haben. Okay. Und wenn ich ihn alleine gelassen habe, dann hat er geheult. Also habe ich ihn fortan irgendwie gefühlt überall mit hingenommen, was überhaupt kein Problem war, weil alle haben diesen Hund geliebt. Alle, die Angst haben, die haben gesagt, boah, aber vor dem habe ich keine Angst. Und dann im Restaurant zum Beispiel, wenn wir aufgestanden sind, dann haben die am benachbarten Tisch gesagt, ach, da war ein Hund, ach so. Also ich konnte ihn einfach überall mit hinnehmen, weil der war einfach toll und super und der war mega. Ja, das war er. Und dann
Habe ich aber eben überlegt, ob ich nicht auf Dauer doch noch wieder eine zweite Hündin dazu nehme. Und da habe ich auch schon angefangen eben zu überlegen, ob ich nicht mal züchten möchte, ob ich da mal vielleicht mehr draus mache. Dann habe ich angefangen, mich auch umzugucken. Und eigentlich habe ich mir gedacht, nee, das klappt erstmal alles nicht. Ne? Wie du gerade gesagt hast, passt die Zeit jetzt? Und wie kriegst du das hin mit der Arbeit? Und wirst du dem gerecht allen? Und dann habe ich mich aber jeden Abend dabei erwischt, wie ich sämtliche Züchter studiert habe, wie ich die Würfe verfolgt habe, wie ich geguckt habe, wo für mich spannende Würfe sind. Und da habe ich mich auch schon mit Stammbäumen dann auseinandergesetzt und wusste dann auch schon ungefähr, in welche Richtung es für mich dann gehen soll. Ich habe mir dann auch unterschiedliche Züchter angeguckt und Kontakt gehabt. Und irgendwann bin ich dann eben bei dem Wurf gelandet. Da war dann ein Jahr quasi verstrichen und da habe ich den Wurf gesehen vom Peter Obschernikat und das war halt waren alte afrikanische Linien und ich war total verliebt in die Eltern und habe dann Mut gefasst und mir gedacht, ich schreibe ihn jetzt an und habe ihm meine Geschichte so ein bisschen erzählt, mich vorgestellt und eben gesagt, dass ich Interesse hätte und dass ich auch ja gerne eine Hündin hätte, die, mit der ich vielleicht irgendwann auch mal züchte, dass ich mir das offen halten möchte. Mhm. Ja. Und habe aber nicht damit gerechnet, dass das was wird. Aber es wurde was. Also das heißt, warte mal, der Peter, also das ist ja auch das Buch, was wir auch, ja, was man eigentlich, wenn man sich mit der Rasse so auseinandersetzt, dann stößt man eigentlich automatisch auch auf dieses Buch, wenn man denn Lust hat, darüber mal was zu lesen. Ist ja auch in Deutschland echt ein Standardwerk und glaube ich auch eins der einzigen deutschsprachigen, ne? Soweit ich weiß. Nee, da gibt's schon viele mittlerweile, also einige, ja. Ja, aber er ist einer der frühen Stunde. Peter ist auf jeden Fall einer der frühen Stunde ja, genau. Und der hat drei Bücher geschrieben mittlerweile. Ja, also ja. Dieses, wovon du jetzt sprichst, das ist ja dieses Charaktererziehung und Gesundheit. Also das ist auf jeden Fall eine super Zusammenfassung, wenn man da mehr erfahren möchte. Und dann hat er ja auch noch eins geschrieben über die Geschichte. Da geht's dann ins Detail für alle, die eben ein bisschen weiterführend da sich schlau machen möchten. Ja, aber du hast den, also er züchtet ja auch und du hast dann die Hündin dann auch von ihm, also aus seinem Wurf dann. Genau, also ich musste da hinfahren und mich vorstellen. Und ich glaube, ich saß da 5 Stunden beim Vorstellungsgespräch und da war ich schon schwer beeindruckt. Und ich habe auch gezittert, so, oh Gott, wird er mir einen geben? Aber er hat mir einen gegeben. Ja, und dann, genau, dann ist sie, du musst das nochmal sagen, weil mit den Zeiten ist das immer so schwierig, dann ist sie wann bei dir eingezogen? 2011, ja. Genau, und dann 3 Jahre später haben wir uns dann kennengelernt, exakt. Ja. Und dann hast du angefangen, mit dir zu züchten. Ja, ey. So schließt sich der Kreis, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Also das ist so ein bisschen der Einstieg. Und ich weiß nicht, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu begleiten, wie wir eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so mit unseren Hunden, Hündinnen erlebt haben. Oh, guck mal, ich gender schon bei Hunden. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, hat sich schon etabliert, so würde ich mal sagen. Aber da gibt es ja immer die Leute, die sagen, geht es dem besser oder geht es dem gut oder ja, genau. Oh, der ist aber, und dann sage ich auch immer, das ist eine Die. Ja, genau, das ist eine Hündin. Die meinen der Hund, und aber ja, es ist eine richtig. Hündin, ja. Ja. Aber das ist es, worauf wir irgendwie hinaus möchten, wenn ihr irgendwie Lust habt, eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder eure Fragen, die ihr vielleicht habt, uns zu stellen oder uns mit auf den Weg zu geben, womit wir uns mal auseinandersetzen sollten oder können, oder wenn ihr Dinge anders seht oder Dinge genauso seht wie wir, dann könnt ihr euch auch sehr gerne bei uns melden, denn darüber würden wir uns total freuen. Und da das ja hier alles mit der heißen Nadel jetzt am Anfang gestrickt ist und wir da auch ganz neu sind, würde ich euch empfehlen, wenn ihr uns denn schreiben möchtet, könnt ihr das über Instagram machen, denn dort habe ich mal gesichert, kamm.podcast, alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback Podcast, und darüber erreicht ihr uns. Da ist natürlich noch nicht so ganz viel passiert. Ich bemühe mich, dass ich da jetzt nochmal ein Profilbild hinterlege und da nochmal ein bisschen was in das Profil schreibe, aber darüber erreicht ihr uns, da könnt ihr euch sicher sein, dass wir das auch lesen. Und ja, was haben wir eigentlich jetzt vor mit diesem Format? Eigentlich haben wir es ja schon gesagt und vorweggenommen, der richtet sich an euch alle,
die Lust haben und die sich mit dieser Rasse identifizieren und die sich damit mehr auseinandersetzen möchten. Und ja, ich glaube, mit Christine habe ich hier einen echten Spezi auch mit an Bord, auch wenn sie das selber immer so ein bisschen in ihrer Bescheidenheit von sich weiß. Aber ich glaube, sie hat viel mehr Ahnung als ich und sowieso die anderen durchschnittlichen Hundehalter, würde ich mal behaupten, dass sie sich ja nun auch professionell mit der Rasse auseinandersetzt und ja auch dem DZRR. Also erstmal nicht professionell, das ist ein Hobby, ne? Ja, aber und ich bin immer noch Greenhorn auf jeden Fall. Ja. Und ja, es ist die DZRR, die Deutsche Züchtergemeinschaft Rhodesian Ridgeback. Ja, genau. Und dann kann man ja schon davon sprechen, dass da schon auch professionelle Fachexpertise herrscht in dem Bereich. Ich danke dir, dass du so viel von mir hältst. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, guck mal, Parker ist jetzt 7 Jahre alt. Nach 7 Jahren sind wir ja irgendwie immer noch in Kontakt. Natürlich dann jetzt ja auch nicht täglich und jetzt schon irgendwie sporadisch, aber du hast ja auch viel irgendwie so das Leben von ihm jetzt, von Parker ja auch irgendwie mitbekommen. Und da habe ich ja irgendwie auch immer versucht, dann wieder den Kontakt so zu halten. Und ich glaube, das zeigt dir ja schon, dass ich da auch eigentlich immer ganz großen Respekt bis heute davor habe, wie du mit den Tieren umgehst und wie du dich damit beschäftigst und mit welcher Art und Sensibilität du das auch machst, ne? Die dieser Rasse ja auch gebührt. Da kommen wir ja dann sowieso noch drauf, auf Charakter etc. pp. Genau, aber ich habe hier noch stehen auf meiner kleinen Liste, wie oft wollen wir eigentlich releasen? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viel Zeit wir haben. Wir sind natürlich berufstätig, wir haben Hunde. Also von dem her wisst ihr selber, wenn ihr jetzt zuhört, das kommt und geht. Man weiß es nicht. Ja, wir bemühen uns schon in so einem vernünftigen Tenor. Mein Anspruch wäre natürlich, jede Woche mal zu releasen, aber ich glaube, das wird schwierig. Aber so im 2-Wochen-Rhythmus würden wir gerne mit euch ja über das Thema Rhodesian Ridgebacks sprechen. Also, wenn ihr Lust habt, wenn euch das Format gefällt, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar da, gebt uns gerne Tipps und Anregungen mit auf den Weg. Und wie gesagt, seid sicher, wir lesen das und wir haben auf jeden Fall auch Lust, mit euch in Kontakt zu treten. Dieser Podcast soll nicht unbedingt nur in eine Richtung gehen, sondern wir möchten natürlich auch eure Meinungen hören. Es wird noch ein paar andere Wege geben, wie ihr uns erreichen könnt. Dazu aber dann in den nächsten Folgen mehr. Und natürlich werden wir uns auch, weil wir uns ja nicht anmaßen, alles zu wissen, ja auch nochmal Expertise mit reinholen. Das ist so unser Wunsch, dass wir vielleicht auch nochmal ein paar Gäste mit einladen, entweder weil sie sich auch so leidenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen oder auch fachlich, ob das Tierärzte sind, ob das vielleicht auch andere Mitglieder aus dem Züchterverband sind oder ob es halt einfach vielleicht auch Freunde sind, die da einen engen Draht zu haben und auch was zu erzählen haben. Ja, genau, in dem Sinne würde ich sagen, habe ich viel geplappert? Habe ich noch was vergessen, Christine? Soll ich noch was hinzufügen? Hast du noch was, was du sagen möchtest? Nee. Aber du bist langsam warm, man merkt es am Mikrofon. Ja, klar. Das wird schon gut werden. Auf jeden Fall. Es ist spannend, auf jeden Fall. Ja, also in dem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Tag und vor allen Dingen auch einen schönen Spaziergang mit euren Hunden und sagen erstmal bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.